schönen Abend wünsche ich euch. Also herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Familienforschung aus dem Innen- und aus dem Ausland. Im Namen des Rolands zu Dortmund begrüße ich euch ganz herzlich zu unserem online stattfindenden Roland-Vortrag. Ganz besonders begrüße ich Sabine Barkow aus Israel. Sie wird heute ihren Vortrag halten mit dem Thema »Wenn Gräber erzählen könnten«, jüdische Begräbnisse und Grabsteine. Wir sind ganz gespannt und freuen uns auf diesen Vortrag. Jetzt zu dir, Sabine. Ja, danke, Angela, und danke für die Einladung. Und ich hoffe, ihr nehmt was mit von diesem Vortrag. Also das hoffen wir doch. Ganz also ich hoffe, also ich habe ein bisschen von allem reingepackt, ein bisschen Geschichte, ein bisschen jüdische Kultur, ein bisschen Genealogie und auch ein bisschen Hebräisch, dass ihr am Ende alle ein bisschen Hebräisch könnt. Wer meinen Vortrag auf der Genealogica gehört hat, weiß, dass ich gerne ein bisschen aushole. Das mache ich auch heute wieder. Und wir fangen an in der Zeit der Patriarchen. Also hier ist ein sehr, sehr grober, eine sehr, sehr grobe Zeitleiste. Wir fangen an in der Zeit der Patriarchen, Abraham, und kommen dann bis zur heutigen Zeit. Was in Israel wichtig ist, ich habe ja auch einen Ausflug nach Israel versprochen, was wir zuerst machen, da werden alle geschichtlichen Sachen angegeben, relativ in welcher Tempel zu der Zeit stand. Also es gibt da zwei Tempel, zwei jüdische Tempel. Der erste wurde gebaut von Solomon in 957 vor unserer Zeitrechnung. Also ich sage vor unserer Zeitrechnung und nicht vor Christus, weil vor Christus ja für Christen ist. Und der wurde zerstört von den Babyloniern 586 vor Christus, vor unserer Zeitrechnung. Das jüdische Volk musste ins Exil gehen nach Babylonien, blieb da 70 Jahre und ein Teil des Volkes kam dann wieder zurück nach Israel und dann wurde der zweite Tempel gebaut. Und der wurde dann später auch von Herodes erweitert. Also das ist bekannt als der Herodianische Tempel und der wurde dann von den Römern 70 nach unserer Zeitrechnung zerstört. Und ich erzähle euch was über Begräbnisse zu der Zeit und dann gehen wir nach Deutschland. Wahrscheinlich kennt ihr das alles, aber das ist der Stammbaum von Abraham, der die Sarah geheiratet hat und die aus Ur nach Kanaan gezogen sind. Und die Sarah konnte erst keine Kinder bekommen und deshalb hat ihre Bedienstete mit Abraham ein Kind gehabt, das war der Ishmael und dann später ist dann doch noch der Isaak geboren und dann später, was viele auch nicht wissen, dann hatte Abraham noch 6 Kinder mit Ketura, wo viele sagen, dass das auch die Hagar war, aber das ist nicht ganz sicher. Aber was für uns wichtig ist, ist Isaak und der dann die Rebekka geheiratet hat. Und die hatten 2 Kinder, Jakob und Esau. Und Jakob ist der später dann Israel genannt wird und von dem das Volk Israel abstammt. Und der hatte Kinder mit mehreren Frauen. Ihr kennt wahrscheinlich alle die Geschichte, der ist ausgezogen in das Land seines Onkels Laban, der Bruder von seiner Mutter, und hat da die Rachel getroffen, hat sich total verliebt und der Laban hat das aber nicht erlaubt, dass er die heiratet. Der wollte, dass er erst die Lea heiratet, seine ältere Tochter. Dann hat er das gemacht und die hatten dann einige Kinder und dann durfte er die Rachel heiraten. Die hatten 2 Kinder und er hatte auch noch Kinder mit 2 Bediensteten. Und also der Abraham, die Sarah, Isaak, Rebekka, Jakob und seine 2 Frauen Lea und Rachel, das sind die Stammväter und die Stammmütter des Volkes Israels und auch der Christen. Und die Kinder von Jakob sind die 12 Stämme Israels, wobei Ephraim und Menasche die 2 Kinder von Josef sind. Also Josef hat keinen Stamm gebildet, sondern seine 2 Söhne. Also das sind die 12 Stämme Israels. Als die Frau von Abraham gestorben ist, hat Abraham ein Stück Land gekauft von dem Hittiter Ephron. Und das Stück Land, das war in der Nähe von Hebron. Und
Der hat das gekauft, da gab es eine Höhle und ein Stück Land und ein paar Bäume. Und in dieser Höhle hat er seine Frau begraben. Und diese Höhle heißt Machpelah. Und hier ist ein Bild von 1860, eine Zeichnung. Und hier unten sehen wir, wie das heute aussieht. Also ist das Gebäude, was da gebaut wurde, ist nicht so toll. Das wurde von Herodes gebaut. Aber das ist die Höhle Machpelah. Und da wurde nicht nur die Sarah beerdigt, sondern auch Abraham, Isaak, Rebekka, Lea und Jakob. Also und das, daran sieht man schon, dass im Judentum wichtig war, dass die Familie zusammenblieb. Also auch im Tod wurde die Familie zusammen begraben in einem Familiengrab. Die einzige, die da nicht begraben ist, die Rachel, die nach der Geburt ihres zweiten Sohnes gestorben ist. Und die wurde auf dem Weg von Jerusalem nach Hebron in der Nähe von Bethlehem begraben. Und das ist das Kever Rachel, das Rachels Grab. Und da hat der Jakob eine Säule errichtet. Und das kann man so sehen, dass das erste Grabmal war, was es im Judentum gab. Dann, kennt er wahrscheinlich alle die Geschichte, aber Josef wurde nach Ägypten verkauft und das Volk Israel ging dann später nach Ägypten, als es eine Hungersnot gab. Und die blieben dann um die 400 Jahre in Ägypten und kamen dann wieder zurück. Und dann David hat dann um 1000 vor unserer Zeitrechnung Jerusalem als seine Hauptstadt erklärt. Und dann wurde da der erste Tempel gebaut von seinem Sohn. Und zu dieser Zeit gab es dann um Jerusalem herum sehr viele Grabstellen. Und wie ich schon gesagt habe, also es war sehr wichtig, dass die Familie zusammenblieb. Und die Familien wurden in Höhlen begraben, also in Familiengräbern. Und hier sehen wir ein Beispiel aus der Zeit des ersten Tempels. In Ketef Hinnom heißt der Ort, der ist ein bisschen südlich von Jerusalem. Also heute ist es in Jerusalem, aber früher waren die Gräber immer außerhalb der Stadt. Und hier können wir sehen auf diesem Bild, hier sind so Vertiefungen, das sind praktisch Kissen für die Verstorbenen, die wurden hier hingelegt. Und nachdem die verwest sind, wurden dann nach ungefähr einem Jahr, wurden dann die Knochen eingesammelt und hier unten in das Lager gegeben. Also hier kann man das sehr schön sehen in dieser Zeichnung. Also hier oben kamen die Verstorbenen hin und dann die Knochen kamen in das Depot. Und daraus leitet sich auch ab, wenn man, also auf Hebräisch hört man das sehr oft und auch im Englischen, im Deutschen weiß ich nicht, dass man zu seinen Vätern gesammelt wird, wenn man gestorben ist. Und das ist genau das eben, dass die Knochen hinterher alle eben zusammen sind, dass die Knochen, meine Knochen zu den Knochen meiner Väter kommen. Und wenn wir hier auf die Karte gucken, also hier ist eine Karte von Jerusalem, also hier ist die Altstadt in den Ausmaßen, wie wir sie heute kennen. Hier ist der Tempelberg und also das gab es ja zu der Zeit des ersten Tempels alles nicht. Da gab es also den Tempelberg hier und die Stadt Davids, die lag hier ein bisschen südlich. Und die Höhle, die ich euch gerade gezeigt habe, die lag hier. Ich duze euch, also wenn das jemanden stört, dann müsst ihr euch melden. Also die Höhle, die ich euch gerade gezeigt habe, die lag hier aus der Zeit des ersten Tempels. Und dann hier direkt nebenan im Kidrontal gibt es sehr, sehr viele Gräber. Zum Beispiel hier im Dorf Shiloh, das ist auch aus der Zeit des ersten Tempels. Da wurden die Gräber in die Felswand gehauen. Und da sehen wir auch hier wieder so ein Kissen. Also da wurden die Leute hingelegt und wenn die dann verwest waren, wurden die Knochen eingesammelt. Ein bisschen weiter nördlich. Da sehen wir etwas jüngere Gräber. Die sind aus der Zeit des zweiten Tempels. Da ist einmal hier die Säule des Avshaloms. Also das wird gesagt, dass da der Avshalom begraben wurde, aber die Säule wurde viel später errichtet. Die ist aus dem ersten Jahrhundert nach unserer Zeitrechnung. Und direkt dahinter, das kann man auf dem Foto nicht sehen, ist eine Grabhöhle von Jehoschaphat. Das war der vierte König von Juda. Und das ist auch ein Familiengrab. Und hier auf der rechten Seite ist das Grab von Zechariah. Das ist auch aus dem ersten Jahrhundert nach Christus. Und die älteste Grabhöhle hier ist diese hier. Das ist das Familiengrab der Chesir Family. Das war eine wohlhabende Familie,
die die Priester für den Tempel stellten. Und hier sind mindestens 3 Generationen dieser Familie in dieser Höhle begraben. Und diese beiden Stellen, also die, das Grab aus der Zeit des ersten Tempels und diese, machen den Ölberg, das alles hier ist der Ölberg, zum ältesten Friedhof, der auch heute noch benutzt wird. Und dann hier oben auf dem Friedhof, auf dem Berg, auf dem Ölberg, gibt es das Grab der Propheten. Das sieht man auch sehr schön. Das ist in den Stein gehauen. Und das war ein Sammelgrab. Und da wurden auch sehr viele, viele Touristen begraben, die nach Jerusalem gekommen waren. Und also dann, man kommt da rein und dann gibt es hier verschiedene Gänge. Und dann sind die Gräber in den Fels gehauen. Und über diesem Grab, also hier, da geht man so runter, über diesem Grab wohnt ein Araber und der hütet das Tor. Und den muss man, wenn man da rein möchte, muss man den erst anrufen und bitte, bitte sagen, dass man da reingehen darf. Und hier nochmal zum Vergleich, das Begräbnis zur Zeit des ersten Tempels, also es gab dann Grabhöhlen mit mehreren Bänken, wo die Toten darauf gelegt wurden und die Knochen wurden dann eingesammelt und kamen dann in ein Knochenlager. Zur Zeit des zweiten Tempels war das alles schon ein bisschen individueller. Also in jedem Loch in der Felswand, das war Platz für einen Toten. Und die Knochen, die wurden dann nicht in ein Knochenlager gegeben, sondern oft in ein Ossuarium, also in einen Kasten aus Fels gehauen. Und so sah zum Beispiel einer dieser Kästen aus, der sehr schön verziert ist. Also sehr viele waren gar nicht verziert oder nur ein bisschen. Und das soll das Ossarium von dem Kaiphas sein, der Hohepriester zur Zeit Jesu war. Also der hatte sehr viel Geld und konnte sich die tollen Verzierungen leisten. Zur gleichen Zeit gab es aber auch schon andere Gräber zur Zeit des zweiten Tempels, also das ist erst aufgetreten, nachdem die Juden aus Babylon wiedergekommen sind, in Qumran. Das liegt hier am Toten Meer in den Bergen. Und da gibt es einen Friedhof, der mehr den Friedhöfen ähnelt, wie wir sie heute kennen. Also da wurde jede Person einzeln begraben und dann auch nicht wieder, die Knochen auch nicht wieder ausgegraben. Und hier sehen wir, dass jedes Grab mit Steinen belegt ist. Und habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen, dass sie auf jüdischen Gräbern, dass man da Steine drauflegt. Und also eine von diesen Erklärungen ist eben, dass damals in der Wüste die Gräber mit Steinen beschwert wurden, damit die wilden Tiere die Toten eben nicht ausgraben konnten. Und eine weitere Erklärung ist, dass man damit eben die Gräber kennzeichnet und wusste, wo die Toten eben lagen. Und heute, also das hat man so übernommen und legt Steine auf dem Grab, aber heute ist es mehr so, dass man sich eben an die verstorbene Person erinnert. Dann, nachdem die Römer den Tempel zerstört hatten, durften die Juden auch keine Gottesdienste mehr abhalten und das religiöse Leben verlagerte sich aus Jerusalem. Und also einer dieser Orte, in die sich das verlagerte, war Beth Shearim. Das ist wesentlich nördlich, also hier unten ist Jerusalem, hier ist Beth Shearim, da ist in der Nähe von Haifa. Und da gibt es eine Nekropolis. Und also das ist, wenn ihr mal nach Israel kommt, also solltet ihr das unbedingt euch angucken. Das ist sehr interessant. Das sind fast 30 Höhlen in den Fels gehauen. Und jede Höhle hat mehrere Grabstellen. Also, und da kann man, in dieser Höhle kann man sehr gut sehen den Übergang von den verschiedenen Begräbnisarten. Also die früheren, also die um die 70 nach unserer Zeitrechnung und ein bisschen später. Das waren diese Einzelgräber, die in den Fels gehauen waren und dann in jedes dieser Löcher ein Toter kam und die dann hinterher eingesammelt wurden. Dann später gab es Sarkophage, die dann auch sehr reich verziert waren. Und dann nach den Sarkophagen gab es, das nennt sich Arkolosium, das sind so Nischen eingehauen in den Fels und das war dann für jeden Toten eine Bank. Und was man hier gesehen hat in Beth Shearim, dass auch sehr viele Juden aus dem Ausland
nach Beit Shearim gebracht wurden, nachdem sie verstorben sind, um eben hier begraben zu werden. Und in Beit Shearim wurde auch ein sehr berühmter Jude begraben, der Jehuda Hanasi. Das war der Chef des Sanhedrin, des jüdischen Gerichts. Und also der war eine sehr berühmte Persönlichkeit und der hat eine ganze Höhle nach ihm benannt. Und das ist sein Grab, sein Grab und das seiner Frau. Und hier ist eine andere Höhle, die Höhle der, da habe ich auf Englisch geschrieben, Entschuldigung, die Höhle der Sarkophage. Und da, also wenn man da reingeht, also da stehen 50 Sarkophage in dieser Höhle. Also es ist sehr, sehr interessant und sehr beeindruckend. Ja, und dann zur gleichen Zeit, also Beit Shearim wurde benutzt bis 352 nach unserer Zeitrechnung, als es in einem großen Brand zerstört wurde. Und also danach weiß man eigentlich gar nicht so viel, wie die Juden begraben wurden. Aber es, wahrscheinlich ging es noch ein paar Jahre weiter mit diesen Grabeshöhlen, bis es dann irgendwann Friedhöfe gab. Und zur gleichen Zeit hören wir das erste Mal von einer jüdischen Gemeinde in Köln. Und zwar im Edikt von Kaiser Konstantin. Da hat nämlich die Stadt Köln an den Kaiser einen Brief geschrieben und darum gebeten, dass die Kölner Juden eben auch wichtige Positionen in der Stadt einnehmen sollten, was sie vorher nicht mussten. Und das kam ja dann auch oft, die mussten ja auch oft dann selbst ihr eigenes Geld investieren in diesen Positionen. Und das wollte die Stadt Köln eben, dass die reichen Juden das eben auch mal machen. Und die haben eben an Konstantin einen Brief geschrieben, dass der denen das eben befehlen sollte. Und das ist das erste Mal, dass die Juden schriftlich genannt werden. Aber da die ja zu diesem Zeitpunkt schon wohlhabend sind und eine Gemeinde gebildet haben, also kann man davon ausgehen, dass diese Gemeinde eben schon sehr lange in Köln bestanden hatte. Ja, und dann gab es dann... Die jüdischen Gemeinden brauchten dann natürlich auch Friedhöfe. Und wie gesagt, wir auch in Deutschland oder in Europa wissen wir nicht wirklich, wie sich das Judentum kulturell entwickelt hat von 300 bis 1000 nach unserer Zeitrechnung. Aber dann danach wissen wir dann eben, dass es so Friedhöfe gibt, wie wir sie heute schon kennen. Im Judentum heißt der Friedhof nicht Friedhof, sondern es gibt viele verschiedene Namen. Die meisten hängen damit zusammen, dass es der Ort des ewigen Lebens ist. Also das Bet Kvarot, das Haus der Gräber, das ähnelt ja unserem Friedhof. Oder das Haus des Lebens und das Haus der Ewigkeit. Also im Judentum ist der Friedhof nicht nur ein Ort der Trauer, sondern ein Ort des ewigen Lebens, weil wir daran glauben, dass am Ende, wenn der Messias kommt, dass eben alle wieder auferstehen. Und deswegen, anders als in der Antike, wo die Knochen dann eingesammelt wurden, also die modernen Gräber werden belassen und dürfen nicht aufgelassen werden. Also jeder begrabene Jude bleibt an dem Ort hoffentlich für immer, bis der Messias kommt und alle auferstehen. Eine wichtige Organisation, die sich um die Friedhöfe und die Begräbnisse kümmert, ist die Chevra Kadisha. Das ist aramäisch und heißt die Heilige Bruderschaft. Und es gibt also die Chevra Kadisha, original sind Männer, aber es gibt dann auch Frauen, die beauftragt werden. Also die Männer kümmern sich um die männlichen Verstorbenen und die Frauen um die weiblichen Verstorbenen. Und hier sehen wir zum Beispiel ein Verzeichnis, das die Chevrat Kadisha hatte für den Friedhof in Großkirchen. Das ist, war in Österreich-Ungarn. Der Friedhof wurde zerstört von den Nazis, aber das Verzeichnis der Begrabenen ist erhalten. Also da steht dann das Sterbedatum. Also die Unterlagen sind meistens auf Hebräisch, aber hier ist auch das Sterbejahr dann in arabischen Zahlen. Dann der Name und der Name auch in lateinischer Schrift. Und das ist für diesen Friedhof ist das einzige, was wirklich erhalten geblieben ist.
Die Chivra-Kadisha hatte sehr viele Aufgaben und hier sind Gemälde von der Chivra-Kadisha in Prag. Das ist die berühmteste Chivra-Kadisha. Die wurde 1564 gegründet und diese Gemälde wurden 1772 angefertigt und beschreiben, was die Chivra-Kadisha macht und wie das alles so stattfindet, was alles so stattfindet, wenn jemand stirbt. Und das ist auch immer noch so. Also das hat sich kaum geändert. Also alles, was in den Gemälden ist, passiert heute noch genauso. Ein wichtiger Aspekt im Judentum ist der Krankenbesuch. Also es gibt im Judentum 613 Gebote. Davon sind 248 positive Gebote, also was man machen soll. Und der Krankenbesuch ist einer davon. Also einen Kranken zu besuchen, ist eine gute Tat. Dann, wenn der Kranke dann stirbt, dann kommt die Chevra Kadisha oder, also wenn es Familie gibt, die Familie, ansonsten die Chevra Kadisha. Die beten dann für den Toten, dass seine Seele ins ewige Leben aufgenommen wird. Und ja, also das ist wichtig. Und nach dem Gebet wird der Tote auf den Boden gelegt, weil im Tod man wieder zur Erde zurückkommen soll. Also er wird natürlich nicht hier in dem Haus beerdigt, aber er wird erstmal auf den Boden gelegt. Und im Judentum soll der Tote noch am gleichen Tag beerdigt werden. Also idealerweise. Das oft, wenn er spät abends, wenn er abends gestorben ist, geht das ja natürlich nicht, dann am nächsten Tag, aber so innerhalb von 24 Stunden. Und über diese ganze Zeit wird der Tote auch nicht allein gelassen. Also hier in dem Bild sehen wir jemanden, das ist der Schomer, also der Wächter, der bleibt dann über Nacht bei dem Toten. Seit ungefähr 100 nach unserer Zeitrechnung als Rabban Gamliel, das war ein wichtiger Rabbiner, der auch Chef des Sanhedrins war, und der hat bemängelt, dass die Gräber und die Totenkleider alles sehr pompös war und dass das alles viel zu teuer war und dass sich die armen Leute ja gar nicht leisten konnten. Und er wollte in einem einfachen Leinenkleid begraben werden. Und seitdem wird jeder jüdische Tote in einem einfachen Leinenkleid begraben. Und das nennt sich Tachichim. Und hier wird das gerade genäht. Also es ist nicht nur ein Tuch, sondern es ist ein Hemd aus Leinen, eine Hose und Schuhe und eine Kopfbedeckung. Und das ist für alle gleich. Und das Grab für den Toten wird idealerweise auch am gleichen Tag ausgehoben. Und im Judentum wird der Tote eigentlich ohne Sarg begraben, also einfach nur in das Totenkleid gewickelt. In Israel ist das auch immer noch so, aber in Ländern, wo es eine Sargpflicht gibt, geht das natürlich nicht. Also hier in Prag war das so und auch in Deutschland gibt es ja Sargpflicht und da braucht man eben einen Sarg. Und weil alle im Tod gleich sein sollen, ist der Sarg die einfachste Kieferbox, die man herstellen kann. Und dann, also wenn das Grab fertig ist und der Sarg fertig ist, wird der Tote zum Friedhof gebracht. Und wir sehen auch, dass der nicht in dem Sarg ist. Also das ist wichtig, dass er also im Prinzip nicht im Sarg begraben wird. Und wenn er doch einen Sarg braucht, dann also bis zum letzten Moment eben nicht im Sarg ist. Auf dem Friedhof wird der Tote gewaschen. Das nennt sich Tahara, also das ist die Reinigung. Und dann wird er eben in die Totenkleider eingewickelt und wird dann zum Friedhof getragen oder zum Grab getragen. Dort wird er eine Eulogie gehalten und gebetet. Und das muss nicht, also die Eulogie muss nicht von einem Rabbiner gemacht werden. Das kann auch von Freunden, von Familie gemacht werden. Also das muss kein Rabbi sein. Und heute, also wie das früher war, weiß ich nicht, aber heute, also die aschkenasischen Juden, die aus Deutschland stammen. Da werden auch, also sagt praktisch, die Familie hält auch immer eine Rede und erzählt über den Toten. Und das ist zum Beispiel bei den Jemeniten gar nicht, da werden nur die Gebete gemacht. Dann wird der Tote zum Grab getragen und erst da kommt er in den Sarg und dann wird er eben in das Grab runtergelassen.
Nein, das ist falsche Richtung. Und was auch wichtig ist, auch, das ist auch eine Mitzwa, eine gute Tat, oder eine Mitzwa, dass man sich nach dem Verlassen des Friedhofs die Hände wäscht, um eben die Unreinheit des Todes, abzuwaschen. Und dann eine weitere Mitzwa ist, dass man die Hinterlassenen tröstet. Also das ist genauso wichtig, wie den Toten mit in Ehre zu begraben. Also die Trauer im Judentum unterteilt sich in drei Klassen. Einmal die Shiva, das heißt sieben, das sind 7 Tage nach dem Tod. Und da ist die Familie des Toten, sitzt zu Hause, meistens auf dem Boden oder auf Kissen auf dem Boden und trauert um den Toten und man besucht die und tröstet sie und redet über den Toten. Und also das ist für über 7 Tage. Danach die nächste Trauerzeit ist 30 Tage. Also in diesen 30 Tagen besucht man keine Partys, geht nicht ins Kino und also keine fröhlichen Sachen machen. Dann die nächste Zeit ist nur für die Partner und für Kinder. Das ist ein Jahr, ein Shana. Und also auch in diesem Jahr die direkten Angehörigen. Also für dieses eine Jahr gehen auch nicht ins Kino, gehen nicht zu Partys, nicht ins Theater. Und also nach einem Jahr darf man dann eben wieder. Und nach einem Jahr wird der Grabstein errichtet auf dem Grab. Und dann jedes Jahr zur Jahrzeit, also jeweils nach einem Jahr, trifft man sich dann wieder auf dem Friedhof, um eben an den Toten zu gedenken. Und wie sieht so ein Friedhof aus? Das ist ein Bild von einem jüdischen Friedhof in Frankfurt. Also die Friedhöfe wurden immer außerhalb, wie bei den Christen ja auch, außerhalb der Stadt eingerichtet. Und dann hier in diesem Beispiel ist er dann mit der Zeit, war er dann doch innerhalb der Stadt, weil sich die Stadt ja dann ausweitet. Aber was wir hier sehen, ist ein bisschen größer. Also das Typische, also es gibt immer eine Mauer. Das ist dafür, um das Unreine auf dem Friedhof zu halten. Und weil zum Beispiel die Kohen, die Priester, die Priesterfamilie, die im Tempel dient, darf zum Beispiel nicht auf den Friedhof, weil sie das unrein macht. Und deswegen gibt es eine Mauer, also um das eben gut abzutrennen. Was auch wichtig ist, ist da eben das Tahara-Haus, wo der Tote gewaschen wird. Und was es dann eben auch oft gibt, ist Bepflanzung. Die Gräber im Judentum werden nicht gepflegt, weil die auch für die Ewigkeit sind. Wenn ich dann ein Grab habe, das 200 Jahre ist, das gehört dann keine mehr. Und da kümmert sich dann eben auch keiner drum. Also es gibt dann sehr viel Bewuchs auf jüdischen Friedhöfen. Hier sind ein paar Beispiele für ein Tahara-Haus. Also das, die einzige Voraussetzung ist eben, dass es da einen Tisch gibt, wo man den Toten waschen kann. Ansonsten gibt es da sehr viele verschiedene. Hier zum Beispiel in Worms ist das ein ziemlich kleines Häuschen. Und es kann eben bis zu großen, prachtvollen Häusern, wo dann auch oft ein Friedhofswärter gelebt hat in dem Haus. Die ältesten jüdischen Friedhöfe in Europa sind in Deutschland. Der älteste ist in Worms. Da ist der älteste Grabstein von 1058. Und der zweitälteste ist in Mainz. Also Worms, Mainz und Speyer waren die wichtigsten jüdischen Zentren linksrheinisch. Also die Juden kamen wahrscheinlich mit den Römern nach Germania Inferior und haben sich linksrheinisch angesiedelt. Und Worms, Mainz und Speyer waren die wichtigsten Zentren, auch für religiöse Studien. Also das ist, da gibt es dann die ältesten Friedhöfe, wo auch die Grabsteine noch erhalten sind. In Speyer wurde der Friedhof leider nicht erhalten. Der lag ein bisschen außerhalb der Stadt. Und am Anfang war der Bischof von Speyer den Juden sehr, sehr gut gesinnt und hat ihnen Land gegeben. Und die haben hier ihren Friedhof eingerichtet. Und er hat sie auch geschützt während der Pogrome, während der Kreuzzüge. Aber dann, als dann die Pest kam, da war es dann auch vorbei. Und die Juden mussten fliehen aus Speyer oder wurden vertrieben. Und der Friedhof wurde umgeflügt. Und die Stadt hat das Gelände konfisziert.
Und die, also da ist kaum noch was übrig und die Steine wurden als Baumaterial benutzt. Man hat also ein paar Steine wieder gefunden und die sind jetzt im Museum in Speyer. Aber der Friedhof selbst existiert nicht mehr. Bis 1519 wurden die Juden aus allen Städten vertrieben in Deutschland. Und im Zuge dieser Vertreibung wurden auch die Friedhöfe zerstört, bis auf einige wenige, wie in Worms und Mainz. Und die Grabsteine wurden eben anderen Zwecken zugeführt. Hier zum Beispiel sehen wir zwei, die in die Mauer mit eingebaut sind, in zwei Häusern in Regensburg. Und einer wurde zu einer Schießscharte umgebaut. Und ja, und in 1519, das war die letzte jüdische Gemeinde in einer Stadt. Und danach lebten die Juden erstmal alle auf dem Land, bis sie wieder in die Städte nach und nach gelassen wurden. Dann in vielen Städten, auch wenn die Juden wieder rein in die Städte gelassen wurden, wurde es ihnen nicht unbedingt erlaubt, auch einen Friedhof anzulegen, wie zum Beispiel in Leipzig. Also die ersten Juden, die wieder nach Leipzig kamen, das war 1710. Die durften aber keinen Friedhof anlegen. Wegen der Leipziger Messen kamen aber auch viele Juden aus Polen zum Beispiel und starben dann natürlich auch mal welche in Leipzig. Und die mussten dann außer Landes gebracht werden, also außerhalb von Sachsen. Die wurden dann in Naumburg oder Dessau begraben. Und erst im Jahr 1814 durften die Juden in Leipzig im Johannistal einen Friedhof anlegen. Und der wurde dann irgendwann zu klein. Und 1862 gab es dann, also der wurde geschlossen. Und dann gab es einen neuen Friedhof, der jetzt der alte jüdische Friedhof heißt. Der wurde bis 1928 belegt. Und da gab es dann, wurde dann noch ein neuer Friedhof angelegt. Und hat die jüdische Gemeinde diese Trauerhalle gebaut, die aber dann im Krieg durch Bombenangriffe zerstört wurde. Und auch der Friedhof wurde zerstört. Und was wir hier sehen, ist ein Grabstein nicht für eine Person, sondern für Tora-Rollen. Und Tora-Rollen und heilige Bücher, also Gebetbücher und heilige Texte, werden im Judentum mit dem gleichen Respekt behandelt wie Menschen. Und wenn eine Tora-Rolle unbrauchbar wird, wird die beerdigt. Und hier, das ist ein Beispiel für Tora-Rollen, die versteckt wurden in Polen im Krieg und die dann nach dem Krieg gefunden wurden und die wurden dann auf dem Friedhofsgelände begraben. Dann gab es auch Gemeinschaftsfriedhöfe, weil Gemeinden entweder kein Land kaufen durften, um einen Friedhof anzulegen oder kein Geld dafür hatten. Hier zum Beispiel der größte Friedhof im Eichgrund, das war der Friedhof für den ganzen Eichgrund. Und in Zeckern selbst gab es gar keine jüdische Gemeinde, aber der Friedhof war da. Und also das ist das Einzugsgebiet, also um die 20 Kilometer Umkreis mussten alle Juden nach Zeckern, um dort ihre Toten zu begraben. Der Friedhof wurde im 14. oder 15. Jahrhundert angelegt und dann erst später, im Anfang des 19. Jahrhunderts, haben dann die Gemeinden angefangen oder versucht, ihre eigenen Friedhöfe einzurichten, wie zum Beispiel hier Hirscheid, Buttenheim und Gunzendorf, die im Norden von diesem Einzugsgebiet lagen. Die haben sich zusammengetan und zusammen einen Friedhof eingerichtet. Und da von diesem Friedhof sind auch noch Grabsteine erhalten und auch das Tahara-Haus. Also nicht erst im Dritten Reich, sondern auch schon sehr viel früher wurden immer wieder die Friedhöfe geschändet, weil alles, was anders ist, mag man nicht. Und also da haben die Leute keine Hemmung gehabt, die Grabsteine umzuwerfen oder zu zerstören. Im Dritten Reich wird das natürlich noch schlimmer und jede Gemeinde hat versucht, ihre jüdischen Friedhöfe loszuwerden. Zum Beispiel schreibt der Oberbürgermeister von Erfurt,
schrieb an den Regierungspräsidenten, dem Streben, den Juden im öffentlichen Leben nicht mehr in Erscheinung treten zu lassen, ist auf einem Gebiet noch nicht Rechnung getragen, dem Friedhofswesen. Wohl in fast allen größeren und mittleren Städten haben die jüdischen Kultusgemeinden eigene Friedhöfe. Diese liegen zum Teil an hervorragenden Stellen des Stadtgebietes oder doch an wichtigen öffentlichen Wegen, sodass sie von Vorübergehenden eingesehen werden können. Dieser Zustand, der für viele andere Städte ähnlich sein wird, ist nicht mehr länger zu ertragen. Der Einzelne muss es als eine Belästigung empfinden, an dem Friedhof vorbeizugehen und während einer nationalsozialistischen Feierstunde auf jüdische Gräber und vielleicht sogar Trauerfeiern blicken zu müssen. Also ganz schlimm, der arme Kießling. Aber wo er nicht mitgerechnet hat, ist das deutsche Gesetz. Und es gab das Verwaltungsgesetz und das Bestattungsrecht, das war Sache der Länder. Und dieses Gesetz, das stammte noch von vor 1933. Und das wurde nicht angepasst auf die Bedürfnisse der Nazis. Und das Bestattungsrecht besagte, dass ein Friedhof nur geschlossen oder aufgelassen werden darf, wenn entweder der Träger damit einverstanden ist, also die jüdische Gemeinde, was sie ja dann nicht waren, oder wenn das aus hygienischen Gründen wichtig war. Und deshalb wurden die meisten dieser Anfragen, die Friedhöfe zu schließen und zu zerstören, nicht genehmigt. Deswegen haben auch sehr, sehr viele jüdische Friedhöfe den Krieg eben überlebt. Und also hier noch ein Beispiel von dem Oberbürgermeister von Dessau. Und der war damit nicht einverstanden, dass das Gesetz eben so war. Und da bisher Sonderbestimmungen über die Behandlung der Juden auf dem Gebiete des Friedhofswesens noch nicht erlassen sind, gelten die allgemeinen Vorschriften zunächst auch für sie weiter. Danach besteht keine Möglichkeit, die weitere Belegung des jüdischen Friedhofs zu verhindern. Auch die Schließung des jüdischen Friedhofs lediglich zum Zwecke der Straßenerweiterung kommt nicht in Frage. Denn als Schließungsgründe sind anerkannt nur Überbelegtheit oder gesundheitsbezeichliche Gefahren. Und im Anschluss bittet er eben darum, die Gesetze zu ändern. Das ist aber nicht passiert. Es sollte ein Friedhofsgesetz geben. Das haben die Nazis aber, nachdem der Krieg ausgebrochen ist, verschoben, weil dieses Friedhofsgesetz nicht den Gemeinden nicht nur Zugriff auf jüdische Friedhöfe gewähren sollten, sondern auch auf christliche Friedhöfe. Und also diese Gefahr, dass sich die Christen dann eben dass die Christen da was gegen machen wollen, war den Nazis erstmal zu groß und wollten das eben verschieben auf nach dem Krieg, dieses Friedhofsgesetz. Und deswegen durften jüdische Friedhöfe eben nicht zerstört werden, was natürlich nicht alle daran gehindert hat. Und es gibt trotzdem Friedhöfe, die zerstört wurden. Zum Beispiel der jüdische Friedhof in Ottensen, der nicht mehr besteht. Und zwar gab es das Gesetz, dass ein Friedhof erst, wenn er geschlossen wurde und nicht mehr belegt wurde, nach 40 Jahren Totenruhe, dass man dann das Grundstück weiter benutzen durfte. Und das haben die Gemeinden natürlich nutzen wollen und haben dann eben Friedhöfe, die länger nicht belegt waren, dann eben doch zerstören können. Und also in Altona haben sie das auch versucht und das wurde aber erst nicht genehmigt. Und dann, als Altona aber dann eingemeindet wurde nach Hamburg in 1937 und Hamburg eine Führerstadt werden sollte, also hat sich das geändert. Für Berlin wurde 1937 eine Sondervorschrift erlassen, dass die Zweckbestimmung von Friedhöfen nach Anordnung des Polizeipräsidenten aufgehoben werden kann, wenn eben diese Neugestaltung, wenn das der Neugestaltung der Führerstadt dient. Und das wurde auf Hamburg ausgeweitet. Und dann wurde 1938 wurde das aufgeweitet. Und dann wurde der jüdische Friedhof in Ottensen zweckentfremdet und da wurde ein Bunker drauf gebaut. Und also jetzt erinnert an den Friedhof nur noch diese Gedenktafel im Hertie-Kaufhaus, das jetzt auf dem Gelände steht. Der jüdische Friedhof in Frankfurt, das war auch so ein Friedhof, der zuletzt 1828 belegt wurde, weil er dann zu klein wurde. Und für andere Zwecke zu benutzen und die jüdische Gemeinde wurde gezwungen, den zu verkaufen.
Und der sollte als Schuttabladeplatz dienen. Und sehr viele der Grabsteine wurden zerstört. Von 7000 Grabsteinen haben aber noch um die 2500, glaube ich, überlebt. Und also sind zwar nicht viele, aber trotzdem. Also die Herren, das sind Beispiele von denen, die überlebt haben. Ja, was steht denn jetzt auf so Grabsteinen? Das ist ja ist alles auf Hebräisch. Ja, toll. Was steht denn da jetzt drauf? Also erst, bevor ich zeige, was auf den Grabsteinen draufsteht, es gibt alle Grabsteine, die ich zeige, das sind von aschkenasischen Juden. Aschkenasische Juden sind die, die eben von den Juden abstammen, die sich linksrheinisch angesiedelt haben. Also eben auch also in Deutschland und auch auf französischem Gebiet. Und also alle, die von diesen abstammen, heißen aschkenasische Juden. Dann gibt es aber die sfaradischen Juden. Das sind die, die von Juden aus Spanien abstammen. Und die haben ganz andere Grabsteine. Also da gibt es auch Beispiele dafür. Die wurden in Hamburg gibt es einen portugiesischen Friedhof, der Teil des aschkenasischen Friedhofs ist. Und die portugiesischen Juden haben sich da nach 1492 angesammelt, als sie aus Spanien und Portugal vertrieben wurden. Und dieser Friedhof hier, diese Grabsteine kommen aus Holland, aus Oderkerk. Da gab es auch eine große portugiesische Gemeinde. Und wie ihr sehen könnt, haben die sehr viele Bilder und sind sehr, sehr farbenfroh auch zum Teil. Aber das sind die sehen anders aus und die liegen alle, die Grabsteine. Die aschkenasischen Grabsteine, die stehen alle. Und also was bei diesen Grabsteinen, wenn man die Schrift nicht versteht, man kann aber die Symbolik verstehen. Also sehr viele Grabsteine haben Symbole. Sehr viele haben einen Davidstern. Dann gibt es das Symbol der betenden Hände. Das ist das Symbol der Priesterfamilie, wenn die das Volk segnen, also bei jedem Gebet in der Synagoge und auch an den großen Festen, an Pessach und Sukkot, da wird das Volk gesegnet und der Kohen, der Priester, hält seine Hände eben in dieser Form bei diesem Priestersegen. Und wenn wir das auf einem Grabstein finden, dann wissen wir, dass der Verstorbene aus dieser Priesterfamilie stammte. Dann gibt es viele, viele Grabsteine, die so eine Kanne haben. Das ist die Levitenkanne. Das heißt, dass der Verstorbene ein Levi war. Ein Levi ist, das sind die den Priestern im Tempel geholfen haben. Und die Levitenkanne ist das Zeichen für diese Familie. Dann gibt es, sieht man oft einen Leuchter, das sieht man nur bei Frauen. Und das heißt, dass die Frau sehr gläubig war und jeden Sabbat ihre Sabbatkerzen angezündet hat und sehr fromm war. Dann gibt es ein Shofar, das ist ein Horn, das zum Neujahr geblasen wird. Und wenn wir das auf dem Grabstein finden, dann wissen wir, dass der Verstorbene, dass der das Shofar zum Neujahr geblasen hat, was eine große Ehre ist. Und auch nicht so einfach. Dann also gibt es noch viele andere, zum Beispiel eine Spendenbox. Dann wissen wir, dass der Verstorbene sich um die Armen gekümmert hat und sehr viel gespendet hat und sehr viel geholfen hat. Oft sieht man einen Löwen, das ist der Löwe von Juda. Juda ist ja einer der Stämme Israels und dann ja, das ist eben ein Zeichen dafür, dass man vom Stamm Juda kommt. Dann gibt es, sieht man oft eine Krone. Und eine Krone, das kann entweder darauf deuten, auf die Tora, also dass der Verstorbene ein Gelehrter war oder dass er aus der Priesterfamilie stammte oder dass er einfach sich einen guten Namen gemacht hat in seinem Leben. Dann sieht man auch oft ein Messer auf dem Grabstein. Das heißt, dass der Verstorbene ein Mohel war, der die Jungen beschnitten hat am achten Tag nach der Geburt. Ein Buch deutet darauf hin, dass der Verstorbene ein Gelehrter war. Und ein abgeknickter Baum, also hier sieht man das eingemeißelt auf dem Stein. Und hier ist der ganze Grabstein ein abgeknickter Baum. Das deutet darauf hin, dass der Verstorbene früh
jung verstorben ist. Auf den Grabsteinen, wie ich schon gesagt habe, sind die sind auf Hebräisch bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts, wo dann auch deutsche Inschriften dazukommen und dann später nur deutsche Inschriften. Und die Daten, die Sterbedaten sind nach dem jüdischen Kalender. Und der jüdische Kalender ist ein lunisolarer Kalender, das heißt, der geht nach der Sonne und dem Mond. Es gibt 12 Mondmonate. Jeder Monat hat 29 oder 30 Tage und es gibt 7 Schaltjahre in jedem Intervall von 19 Jahren. Also in jedem 3., 6., 8., 11., 14., 17. und 19. Jahr gibt es einen ganzen Schaltmonat. Also nicht nur einen Schalttag, sondern einen ganzen Monat. Und der wird eingefügt hier im Adar. Also es gibt dann zweimal den Adar, Adar 1 und Adar 2. Das jüdische Jahr beginnt am 1. Tischrei. Der Tischrei ist hier oben. Das ist nach dem gregorianischen Kalender im September, Oktober. Und die Zeitrechnung beginnt 3761 vor unserer Zeitrechnung. Also wir sind jetzt im Jahr 83. Die Zahlen und Datumsangaben, die Zahlen werden nicht mit arabischen Zahlen angegeben, sondern mit Buchstaben. Also jeder Buchstabe im hebräischen Alphabet hat einen Zahlenwert. Und das ist auch im Handout. Also wenn ihr auf den Friedhof gehen wollt, um die Grabsteine zu lesen, könnt ihr das Handout mitnehmen zur Hilfe. Und also heute zum Beispiel, das heutige Datum, der 14. Juni, das wäre heute Morgen, wäre das der 16. Sivan gewesen. Und jetzt aber, wo die Sonne schon untergegangen ist, ist es der 17. Sivan. Weil im Judentum beginnt der Tag abends. Und nicht, weil es in der Tora ist und es wurde Abend und es wurde Morgen. Also wir haben daraus abgeleitet, dass der Tag am Abend anfängt. Und es gibt, also hier der Link ist auch im Handout, eine Seite, wo man die Daten mit die hebräischen Daten und die gregorianischen Daten ineinander umrechnen kann. Auf dem Grabstein findet man oft eine Abkürzung. Das ist Lamed Pei Kuf Leprat Katan. Das heißt nach kleiner Zählung. Das heißt, dass die Tausender Jahre weggelassen werden. Also anstelle von so Hat Tash Paf wäre das Jahr jetzt, heißt es nur noch Tash Paf. Also das Hey wird weggelassen und das muss man dann, wenn man das Datum abgelesen hat aus dem Grabstein, muss man eben die Tausender noch wieder dazu rechnen. Die Grabsteine haben manchmal wenig Text und manchmal viel Text, aber das Format ist immer das gleiche. Und zwar gibt es eine Einleitungsformel. Hier auf diesem kann man das ein bisschen schlechter erkennen. Da steht, ist eine Abkürzung, also Hebräisch liebt Abkürzungen. Da steht ein P und ein N und das heißt Ponikba, hier ist begraben. Manchmal steht auch die Abkürzung PT, das heißt Potamon, hier ist geborgen. Also das steht immer oben auf dem Grabstein. Dann steht unten auf dem Grabstein immer der Schlusssegen. Und dieser Schlusssegen ist auch wieder eine Abkürzung. Der heißt, seine Seele sei eingebunden in das Bündel des Lebens. Also das steht auf jedem Grabstein unten drauf. Und alles, was dazwischen ist, sind die personenbezogenen Angaben. Also hier erfahren wir den Namen von dem Verstorbenen, das ist der Herr Honne. Hier erfahren wir, das ist der Sohn von dem Schlomo. Und der ist gestorben am 28. Kislev 632 der kleinen Zählung. Also müssen wir da die 5000 noch dazu rechnen. Und hier steht noch, dass er im Alter von 93 Jahren gestorben ist. Also hier sehen wir schon zusätzlich, was wir auf christlichen Grabsteinen nicht finden. Hier erfahren wir, wer der Vater des Verstorbenen ist. Und wie ich schon gesagt habe, Hebräisch mag Abkürzungen, sodass dieser Buchstabe, das Resch, das steht für Herr, das BR, das steht für Ben Rav, also der Sohn des Herrn Schlomo, und hier, das ist die Abkürzung für die kleine Zählung. Auf dieser Grabstein haben wir Glück, das ist auch eine Rückseite, weil dieser Grabstein ist von 1871, also nach 1850 gibt es
des Öfteren deutsche Inschriften. Und hier erfahren wir auch, dass der normale Name von diesem, also der nicht hebräische Name Jonas Hirschland war. Und hier erfahren wir auch, müssen wir nicht umrechnen, das Datum, der ist am 11. Dezember 1871 gestorben. Hier sehen wir einen Grabstein von einer Frau. Hier steht, ist zum Beispiel die zweite Abkürzung, das P und das T. Also hier ist geborgen und dann ein bisschen verschnörkelt. Und hier unten wieder der gleiche Schluss. Und hier verschnörkelt, das ist die Isha Klärche, das ist die Frau Klärche, die hier liegt. Und das hier erfahren wir bei Frauen, erfahren wir oft mehr. Das war die Frau von dem Schmuel, dem Cohen, und die Tochter von Herrn Löb Cohen. Also erfahren wir nicht nur den Namen von dem Mann, sondern auch von dem Vater. Und hier ist noch eine weitere Abkürzung Sal. Das heißt, dass der Vater schon verstorben ist. Und hier erfahren wir auch, dass das eine tüchtige Frau war und eine fromme Frau. Und dann, wie bei dem anderen Grabstein, unten, wann die gestorben ist. Und hier sind auch wieder sehr viele Abkürzungen. Also das war die hier der Herr, Schmuel. Sal ist die Abkürzung, dass der verstorben ist. Diese Abkürzung heißt, ist eine tüchtige Frau. Und diese Abkürzung, dass die unter den Frauen im Zelt, also das bezieht sich auf das Zelt von Abraham, dass sie eben im Zelt Abrahams eine fromme Frau war. Und diese Abkürzung, das heißt Shabbat Kodesh, das ist der heilige Shabbat, also die ist am Sabbat gestorben. Und hier wieder die Abkürzung für die kleine Zählung. Hier finden wir das ist ein Grabstein, da fahren wir sogar, warum der gestorben ist. Also hier ist wieder diese Abkürzung, hier ist begraben. Der Kleine, zart an Jahren, Raphael, der Sohn von Michael Katz. Katz ist eine Abkürzung für Cohen Tzadik, der fromme Cohen, also ein aus der Priesterfamilie. Und der ist gestorben an einem Schädelbruch. Und der ist gestorben an einem Freitag, am Tag vor dem Sabbat. Und hier ist ein sehr ausführlicher Grabstein, das lese ich jetzt auch nicht alles vor, aber das Format ist wieder das gleiche. Also hier ist begraben, dann der Name von der Frau und hier unten der Schlusssegen. Was wir aber hier sehen, ist, dass die Anfangswörter von den Reihen, die geben uns an, dass das die Frau von dem Menachem Mendel war und die Tochter von dem Jakob. Also das ist eben nur an dem Anfang. Das steht sonst nicht im Text, sondern muss man sich hier am Anfang der Zeilen das raussuchen. Also das ist ein sehr ausführlicher Grabstein. Also war das wahrscheinlich auch eine reiche Familie. Ein weiteres Beispiel vom Friedhof aus Altena. Das ist der Grabstein, kann man schlecht sehen, aber also das war auch ein Kohen. Hier sieht man die Gebetshände. Und das ist der Grabstein von dem Schlomo, dem Sohn von Yitzhak, der natürlich auch ein Kohen war. Und der ist am Sabbat an Sukkot gestorben, am Laubhüttenfest. Hier finden wir auch eine Rückseite. Und hier steht nicht, das ist der Schlomo-Sohn von Yitzhak, sondern das ist der Salomon Maiberg. Nein, falsche Richtung. Und also mit diesen Angaben können wir auch in das Juden- und Dissidentenregister der Stadt Altena, das von 1822 geführt wurde. Und da finden wir die Kinder, also nicht alle Kinder, also die vor 22 geboren sind, nicht. Aber hier finden wir die Kinder von Isaac Salomon. Das ist Salomon Isaac. Der Sohn heißt Isaac Salomon, weil die hebräischen Namen alle Patronyme waren, bevor Nachnamen angenommen wurde. Also der Sohn von Salomon Isaac heißt Isaac und Salomon ist dann sein Nachname. Und hier können wir die Kinder finden. Und im Amtsblatt der königlichen Regierung von 1946 wurden die Namen veröffentlicht, die Juden, die noch keine Nachnamen angenommen hatten, von da an führen wollten. Also hier finden wir in Reihe 18 und 19 den Meier und den Salomon Isaac, das waren zwei Brüder, und die führten dann von da an den Nachnamen Maiberg. Und das wissen wir auch schon von dem Grabstein, weil das stand ja auf der deutschen Seite Salomon Maiberg und nicht Salomon Isaac.
Und wenn wir dann in das Seesterberegister für Nordrhein-Westfalen gucken, da finden wir dann auch noch ganz viele Sterbeurkunden für die Kinder und für die Frau von dem Salomon. Er selbst ist ja 71 gestorben. Da gab es die Sterberegister noch nicht. Und seine Frau ist 76 gestorben. Und da finden wir alle Kinder. Und diese ganzen Informationen zusammen, also das aus dem Sterberegister mit dem Nachnamen Mayberg, den die in 46 angenommen haben, und aus dem Juden- und Dissidentenregister von der Zeit davor, kann man die Familie zusammensetzen. Und der Salomon Mayberg und seine Frau Fratje, die hatten insgesamt 9 Kinder. Und von 3 von den Kindern sind die Grabsteine erhalten und auch vom Salomon und von der Fratje selbst. Dann gibt es natürlich die Friedhöfe im Altreich. Das war schwierig, die zu zerstören, wie ich ja gesagt habe, weil das Recht noch von vor 1933 stammte. Aber Friedhöfe, die nicht im Altreich lagen, also da gab es keine Hemmungen und die wurden zerstört, wie zum Beispiel auch der Friedhof in Krotoschin. Und da habe ich durch Zufall hier in der Uni ein Buch gefunden, das heißt Der jüdische Friedhof. Und da gab es Bilder von diesem Friedhof in Krotoschin. Das ist das Einzige praktisch, was von diesem Friedhof übrig geblieben ist. Und da finden wir diesen wunderschönen Grabstein von dem Vorsteher der Gemeinde. Also das ist für den Vorsteher selbst und hier an der Seite für seinen Sohn Samuel. Und dann gibt es in diesem Büchlein auch ein paar Bilder von dem ganzen Friedhof. Und dieses Büchlein war von 1930, also noch hat der Rabbiner rechtzeitig den Friedhof fotografiert. Und dann zum Abschluss gehen wir nochmal zurück nach Israel mit einem Blick über den ältesten jüdischen Friedhof, der noch in Betrieb ist. Und hier sehen wir, was wir vorhin gesehen haben, die Säule von Avshalom. Hier ist die Stadt David, hier ist der Tempelberg. Und hier oben, das wurde fotografiert vom Grab der Propheten. Und ich beantworte gerne Fragen. Erstmal möchte ich mich bedanken für deinen Vortrag, Sabine. Ich fand ihn super, super interessant, sehr, sehr lehrreich. Ich habe unwahrscheinlich viel gelernt und ich glaube, die anderen auch. Und ich bin ganz glücklich, dass du auch ein Handout uns zur Verfügung stellst, sodass man wirklich nachlesen kann. Das war also wirklich, habe ich alles nicht gewusst. Also ganz, ganz herzlichen Dank.